Vor mir steht Thorsten Gerhard von der SG Neidersen Altenkirchen. Herr Gerhard, es stand lange 0-0. Sie haben der SG Hochwald viel Kopfzerbrechen bereitet. Bis zur 70. Minute. Warum hat es letztendlich doch nicht gereicht? Weil wir unterm Strich einfach nicht verdient haben heute. Also ich fand, dass das Spiel auf einem sehr mäßigen Niveau war heute. Von beiden Mannschaften. Hochwald war sicherlich noch die bessere von zwei schwachen Mannschaften. Meiner Mannschaft merkte man von Anfang an, dass das Spiel vom Mittwoch in den Knochen gesteckt hat. Aber ich sag mal, auch den Willen jetzt oder die Überzeugung, nach einem langen 0-0 vielleicht doch noch ins Spiel zu kommen, hat absolut gefehlt. Und ich sag mal so, dann strutscht halt einer mal durch, so wie es ist. Und danach war kein Aufbäumen zu erkennen, da war kein Wille zu erkennen. Und da bin ich maßlos enttäuscht. Ja, Sie stehen ja auch im Umbruch. Sie haben ja einige Leistungsträger verloren von der letzten Saison, Fischer und so weiter. Am Samstag kommt Ahrweiler. Zu Hause mit euren Superfans, was rechnet ihr euch aus? Gut, ich hoffe, dass wir wieder unter der Woche eben eine andere Körpersprache entwickeln können im Training. Man muss dazu sagen, dass wir heute auf 9 Spieler haben verzichten müssen, die zum Teil beruflich bedingt oder verletzungsbedingt halt ausgefallen sind. Das soll aber nicht entschuldigen, dass wir heute hier so eine Leistung abgeliefert haben. Nur, ich sag mal, durch die wird natürlich ein frischer Wind ins Training reinkommen und wie wir dann auch immer auflaufen werden, die Jungs werden anders auftreten, davon bin ich überzeugt. Prima, dann wünschen wir euch viel Glück Danke. Für die nächsten Spiele und bleibt gesund und Dankeschön. Fröhlich. Ebenso. Dankeschön.